Hallihallo, hier ist der Korasu. Ich habe mal ein bisschen geschaut, bezüglich Angeln besonders, was wir da so brauchen. Ja, das meiste brauchen wir für Regentage. Oder wir brauchen Regentage, um es fangen zu können. Von daher können wir das erstmal vergessen, weil, wie ihr seht, heute regnet es nicht. Ausgezeichnet, gell? Genau. Deswegen habe ich mir überlegt, ob wir noch ein bisschen an der Farm arbeiten. Aber da hatte ich auch keine Idee, was genau. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen was klein holzen wieder. Ein bisschen schön machen. Ich wollte nur schnell nochmal gucken wegen Quests, aber da ist mir schon eingefallen, was da war. Ich werde wieder rundherum so ein bisschen gucken, was hier los ist. Ich werde hier drin ein bisschen Weg reinsetzen. Keine Schönheitsdinge also machen. So, ich will dich da weg. Direkt hier so am Rand. Ist das nicht gern gesehen? So. Ich weiß gar nicht, ob du dazugehörst oder jetzt dich da auch reingemogelt hast. Ich gehe einfach mal davon aus, du gehörst dazu. Genau, wollte hier Grasstarter später reinsetzen. So, dann wollte ich Wege machen. Crafting. Da gab es doch zwei Arten von Wege. Genau. Brauchen wir für beide Stein. Okay. Davon dürfen wir ein paar haben. Und zwar dort. Die können rein. So. Und zwar werde ich von hier aus sozusagen Weg reinsetzen und dann diese Seitenteile sollen dann mit hineinfließen. So. Da brauche ich wahrscheinlich einiges. Zum Glück kann man das in 5er Schritten machen. Ich mache mal so 100. Dürfte auf jeden Fall reichen dann. So. Und das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Die Tür darf gerne dort bleiben. Achso, ich kann diesen Weg nicht dorthin setzen, während dort ein Tor ist. Okay. Ich kann es auch nicht hinsetzen, während hier sowas ist. Alles klar, soll kein Thema sein. So. Ich werde dann aber so machen, damit ich später einen Anhaltspunkt habe. Und da, wo schon frei ist, kann ich ja auch schon setzen. Heißt hier noch. Heißt hier noch. Heißt hier noch. Ja. Wir sind aber jetzt nicht doppelt hier runtersitzen, das denke ich ist nicht nötig. So, das ähnliche werde ich hier dann machen. Nur, dass ich hier so dreistolig sein werde, den unten komplett ausfülle. Siehst du mal, da haben wir was gefunden. Kann weg. So. Genau. Was ist dort, dass ich da nicht sitzen kann? Ja. Fragezeichen, was geht da ab? Ah, jetzt geht's. Okay. Genau. Und dann werden wir im Prinzip immer so eins neben den Bäumen. Das heißt in dem Fall hier. Hochgehen. So. Heißt in euren Fall wieder auf diese Höhe. Genau. Du gehörst gar nicht mehr dazu. Fällt mir jetzt auf. Jetzt kann ich es ganz klar sehen. Du gehörst nicht mehr dazu. Du kommst weg. Das war im Prinzip für die späteren Bäume dann gedacht. Genau. Theoretisch müsste das dann hier noch einmal gemacht werden. Da habe ich nicht mehr genügend Steine. Nicht mehr genügend Wegsteine habe ich noch. Ich habe überlegt, ob ich erst so ein Holzding draus mache, aber dann dachte ich mir eher, nö, das machen wir wirklich hier mit so einem Trampelfahrtding. Jetzt habe ich doch zwei zu viel. Jetzt überlege ich. Ich glaube, ich mache die oberste Reihe auch weg. Sieht schon doof aus. Komm, die machen wir weg. Zack. Und dann kann man nämlich Folgendes machen, das oben auch nochmal so lang ziehen. Das machen wir mal. Beim einen ist es mir aus Versehen kaputt gegangen. So, ich denke mal, 25. Dass ich heute ständig da in falschen Dinger wische. 25 dürften ausreichen. Weil dann will ich auch nochmal so machen. Okay.
War natürlich jetzt auch wieder zu viel. Naja. Wenn die Bäume gewachsen sind, denke ich mal, sieht es so ein bisschen besser aus. So. Ja. Das da muss ich auf jeden Fall dann wegmachen, damit wir da ein Ding hinsetzen können. Ja. Ansonsten haben wir jetzt wieder zu viel Weg. Super. Ah, ich habe eine Idee. Setzen wir hier unten so hin. Keine Ahnung warum. Machen wir einfach mal. So. Weil ich es kann. So, sehr schön. Damit haben wir jetzt natürlich wieder jede Menge Stein verbraucht. Wir werden davon aber nicht wenig noch brauchen gerade. Von daher wird jetzt wieder ein bisschen Stein gekloppt. Im schlimmsten Fall können wir natürlich in die Mine gehen, dort Stein holen. Aber natürlich sollten wir erstmal unsere Farm auf Vordermann bringen. Also, kloppen wir als erstes hier ein bisschen Stein. Genau, mit Glück finden wir noch ein bisschen Kohle. Da fällt mir ein, wir haben noch jede Menge Gion. Die könnten wir bei Gelegenheit eigentlich auch mal wegbringen. Da kriegen wir vielleicht auch noch das ein oder andere Netz draus. So. Nee, nee, da. So. Schauen wir natürlich, wir werden dann genügend Geld auch haben, uns die Kühe dann zu holen. Das ist ja auch noch so eine Frage für sich. Und ich hoffe, dass wir noch bald ein paar Regentage haben werden. Damit wir dann wirklich auch ein bisschen wieder mit dem Fischen vorankommen. Ist ja auch noch eins meiner Ziele. Es war da Community Center mäßig vollkriegen, da habe ich halt geschaut. Das meiste war wirklich jetzt entweder in anderen Jahreszeiten oder so, dass wir... Oh Gott, ich glaube, die waren heute gar nicht draußen, ne? Ach, Menno. Naja, ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm für die. Hoffe ich jedenfalls. Nicht, dass es an den Herzen irgendwas macht. Das wäre natürlich jetzt ganz doof. So, wie dem auch sei, es ist mal wieder ein Tag vorbei und wir gehen ins Bettchen. Gute Nacht. Wir haben ein bisschen Kleinzeug verkauft. Tag 10 des Frühlings im Jahr 2. So, dann springen wir doch direkt aus dem Bett und legen los. Okay, ein Rerun brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, als erstes natürlich wie immer das Wässern. Darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Wir wollen ja schöne, starke, große Pflanzen haben. Eine große und reiche Ernte. Dazu auch sagen. So. Und dann als nächstes zu den Hühnern. Der Stall wird noch... Ich bin ja begeistert. Wir haben unsere ersten Eier. Sehr schön. Danke, meine Damen. Danke. Bin ich ja glatt stolz auf euch, Mensch, Mädels. Eigentlich kann man so ein bisschen wegschieben, wie bei Harvest Moon. Sehr schön. Dann lasse ich euch direkt mal raus, weißt du, das ist so ein schöner Tag heute. Da geht mal ein bisschen raus in die frische Luft. Kann sein, dass bestimmte Bäume nur in bestimmten Wetter, Jahreszeit oder so wachsen. Ist echt schlimm. So. Pro Wetter, pro Jahreszeit. Es ist wieder kein regnerischer Tag. Das heißt, wir gehen wieder nicht angeln. Krrr. Nervt mich langsam ein bisschen. Aber wir können mal wieder unten gucken, wo unser Hardwood nachgewachsen ist und unsere Farmen langsam hier mit Zäunen einzäunen können. Das ist mir auch wichtig. Und dann machen wir noch ein bisschen Gras um, wie gesagt, zwischen den beiden Stellen, damit die Tiere dann nicht allzu weit rennen müssen. Ich denke mal, die größeren Stelle werden wir denselben Platz platzieren später dann. Ja, Hardwood ist wieder da, sehr schön. Die Slimes sind natürlich auch wieder da. Ich glaube, diesmal gehe ich erstmal durch. Ein bisschen Slimes erledigen. So. Soll ich da rankommen?
Wie soll ich da rankommen? Von hier, okay. Kommt von hier irgendwo anders hin? Nö, scheinbar nicht. Okay. Irgendwas war auch mit dieser Stadt. Irgendwas muss man dir auch bringen. Naja, für den süßesten Geschmack, da müssen wir echt mal gucken, was so der süßeste Geschmack hier in diesem Spiel ist. Das dem Meister hier bringen. So, als erstes würde ich sagen, hacken wir hier mal alles klein. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Energie, also ein bisschen mehr als sonst, als nur durch das Gießen jeden Morgen. So, und Hardwood können wir, wie gesagt, ja immer gut gebrauchen momentan, unsere Farm fertig auszubauen. Von daher trifft sich das ganz gut. Und die Slimes halt können wir gebrauchen für die Abenteuergilde. Also von daher haben wir hier mehrere Fliegen mit einer Klappe. Lohnt sich also. So, wie hieß eigentlich immer der Meister, eben, den wir angeklickt haben? Muss ich mal den bearbeiten, mal angucken. Ist ja nicht irgendwie sowas wie Cannelloni oder sowas? Nicht, dass wir das Rezept irgendwann mal bekommen, Cannelloni zu machen, das den dann bringen zu müssen. Weil man heißt da so, vielleicht ist es so ein Ding mit einem Zaunfall, ne? So volle Kanne über den Kopf gezogen. Könnt ihr mir vorstellen in dem Spiel. So. Wo ich den Pilz sehe, wir könnten dann natürlich auch unsere Pilze mal wieder gucken. Zack. Da haben wir es fertig. Sehr schön. Hier unten machen wir komplett dicht, würde ich sagen. Da machen wir jetzt keinen Durchgang oder so. So. Ah, nimmt doch langsam alles Gestalt an. Sehr schön. Ich frage mich, was das hier für ein Gebäude ist und ob wir es später irgendwie gebrauchen können. So. Pilz. Jupp, alle Pilze weg. So. Na, meine Süßen. Ich frage mich, ob es jetzt 10 Tagen ein Ei geben wird. Wir haben wieder wilden Honig. Also, das kann alles hier weg. Sehr schön. Naja, macht sich doch langsam alles, würde ich sagen. Gucken wir mal nach, ob wir da eine schöne Quest haben. Theoretisch wäre jetzt noch Strand dran. Zwar da auch jedes Mal gucken, jeden Tag. Da sieht man schon, wir haben schon 12 Uhr. Wenn wir das echt alles jeden Tag machen, dann kommen wir nie voran, glaube ich. Wo nie voran, da ist das Eierfestival. Da haben wir letztes Mal kläglich versagt. Müssen wir natürlich dieses Jahr zeigen, was wir können. Immerhin gibt es dort ja auch nette Belohnung. Also, ich weiß, was wir noch machen können. Wir wollten noch, Einzelsteine aufkloppen. Die Gems? Wie hießen die Gems? Ich glaube nicht. Ah, ich habe es wieder vergessen. Finn habe ich, glaube ich, noch erwähnt. Wie sie heißen? Geon, jetzt habe ich es wieder. Die Geon wollten wir noch aufbrechen lassen vom Schmied. Das könnten wir doch gleich mal machen. So, mal bitte sortieren. Geode. Und ja, auf geht's, ab geht's. Ich würde sagen, dann nutzen wir das Schnellreisensystem. Da sind wir direkt neben der Schmied. Neben der Mine, wie komme ich jetzt da drauf, ey? So, hallo, ich würde gerne Gion öffnen. Fangen wir mit den Gefrorenen an. Okay, da haben wir irgendwas Komisches. Achso, antike Trommeln. Gefrorene Träne. Ocean Stone. Ein bisschen Clay. Ja, genau, das da. Granit. Okay, ein paar Steine. Aber ich sag, da kriegen wir wahrscheinlich auch ein paar Steine raus. Smaragd wahrscheinlich? Nee, Marschid. Okay. Das kenne ich auch gar nicht, glaube ich, oder? Stars Shards. Sternscherben, glaube ich. Okay. Lemonstone. Okay, dann können wir eigentlich direkt mal beim Typen unten wieder vorbeischauen, ob wir da irgendwas spenden können.
bei dem Museum da mal ein bisschen was abgeben, hä? Ja, ich kann was abgeben. Ja, das, was ich noch nicht kannte, ne? Sternscherben. Rest hat man schon. Alles klar. So. Naja, haben wir da wieder ein bisschen was geschafft. So. Was machen wir jetzt? Runde zum Strand? Nö. Das heben wir uns vielleicht für den nächsten Regentag auf. Ich hoffe, es kommt echt bald wieder Regen. Wir sind schon am 10. Tag. Okay, haben ein bisschen was vor uns. Könnte nochmal Regen kommen. Ich hoffe, das tut's auch. Damit verwiesen, ich glaube, 2 oder 3 Fische waren da abhängig von. Die kommen auch am besten im Frühling wohl vor. Sollen wohl auch in anderen Jahreszeiten vorkommen, aber dennoch. Umso früher wir sie haben, umso besser würde ich meinen. So, den ganzen Gelump hier mal weg wieder. Nee, da. Also, die eingelegten Kartoffeln sind fertig. So. Okay, wobei Kartoffeln, vielleicht kommt da Wodka draus. Das fällt mir erst jetzt auf. Kartoffeln zu Alkohol, Wodka. Stimmt. Doch gar nicht so unlogisch, wie ich erst dachte. Ja, ich will nicht gucken, wie ich Mehl habe. Ich will dann die Kiste. Danke. Kann ich auch den Kohl da reinstecken? Ja. Eigentlich den Kohl kann ich mir schon eher vorstellen. Mit Kohl machen wir ja alles Mögliche. Boah, ich mag das Zeug alles nicht. Also so Kohlrouladen oder sowas, dann kann man mich eher jagen. Dann lieber eine gute alte Schweinsroulade. Bock, sagt sie. Sehr schön, meine Damen. Das nimmt auch langsam Gestalt an. Was auch du warst, du hast keine Gestalt mehr. Genau, ein Apfelbaum und keine Ahnung was Baum. So, was machen wir jetzt noch? Rest des Tages. Ich würde sagen, ein bisschen Steine wieder kloppen. Zeit ist auch wieder schön mit mir hier. Ja, das ist immer, wenn man so länger keine Aufnahmen macht und dann direkt wieder hier loslegt wie so ein Irrer, dann geht ein bisschen an den Hals, ne? Bin aber wieder typisch ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufnahmen ich heute gemacht habe, aber es war richtig viel, weil ich auch mittags heute mal aufnehmen konnte, da ich da zeitweise mal sturmfrei hatte. Habe ich natürlich direkt mal genutzt und habe dann auch recht viel aufnehmen können. Jetzt noch mal das Richtige hier. So, hier ist noch eine Menge Stein. Ja, konnte ich jede Menge ausnutzen, aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2 Freitagsfolgen waren dabei, dann 4 Folgen Fallout, glaube ich, waren dabei. Und was war noch dabei? Ja gut, Stardew Valley jetzt, aber wie viele es insgesamt sind, kann ich noch nicht sagen, weil ich bin ja noch nicht fertig. Aber so 2, 3 werden es, denke ich mal, sein. Also 2 sind schon bei der dritten, bin ich gerade, um es genau zu definieren. Vielleicht auch noch eine 4. Ich weiß es nicht. Das hängt aber ein bisschen darauf an, wie ich speichern kann, weil ich habe diese Mod mir zum überall jederzeit speichern bis jetzt nicht drauf gemacht. Das heißt, ich muss wirklich immer das ins Bett gehen abwarten und da will ich nicht extra jetzt, sag ich mal, eine 50-Minuten-Folge aufnehmen, nur weil ich so ewig halt nicht ins Bett komme. Da sage ich lieber, ich verzichte jetzt auf die nächste Folge, weil ich gerade frisch ins Bett bin. Oder ich mache halt immer eine Folge mir, um dort dann halt wirklich ins Bett zu gehen. Also da achte ich dann schon so ein bisschen drauf. Ist nicht so schlimm, wie ich anfangs dachte, weil ich dachte anfangs wirklich, dass ich da ein bisschen Probleme, warum habe ich die Kohle da reingepackt? Ein bisschen Probleme bekommen, aber eigentlich ist das ganz locker. So. Ich würde doch gerne mal hier mal kurz sortieren. Ja, wir haben noch die Dinger. Das sind aber für den Sommer. Den anderen Samen haben wir schon eingepflanzt. Da brauchen wir 5, glaube ich, war das nämlich, ne, für die eine andere Sache. Also, Community Center Gedöse.
So, sind meine Hühnchen wieder drin? Ja, und wir haben schon die erste Mayonnaise. Eieiei, das geht ja auch flott. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, machen wir da schon mal zu. Und gucken mal, was uns die Mayonnaise hier bringt. Wobei ich gerne mal nur eins reinwerfe. Gucke, wie viel es bringt. Und dann mal in der Stadt gucke, wie viel es da bringt. Das ist wirklich sicher, ob es einen Unterschied gibt oder nicht. So, es wird dunkel, die Energie geht schon langsam runter. Und hier können wir perfekt die Folge beenden, während ich schlafen gehe. Von daher machen wir das auch mal. Ich hoffe, ich denke dann dran, die Mayonnaise drüben zu vergleichen. So, wie auch sei, wir gehen schlafen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen da und einen netten Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Oh, sogar ein bisschen Geld haben wir verdient. Mensch, wo kommt das Geld her? Farming? Das haben wir kurz gemacht. Ah, die Pickled Potatoes. Okay. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch oder Kommentar. Würde mich freuen. Über Abos sowieso. Ich habe auch gesehen, da kam es wieder einen kleinen Zuwachs. Freue ich mich riesig. Motiviert mich ungemein. Wenn wir dann irgendwann eine große und starke Community sind, werde ich natürlich auch schauen, dass wir Let's Plays Together zusammen machen können. Oder andere nette Sachen. Vielleicht ein paar Community-Events oder andere Sachen. Werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Bin da eigentlich immer ganz begeistert, wenn auch andere YouTuber das machen, werde es auf jeden Fall dann auch umsetzen, aber dafür denke ich mal, müssen wir erstmal ein bisschen als Communities zusammenwachsen und auch ein bisschen wachsen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Tschüss.